Beginnen möchte ich mit einer Ausgangslage. Ich erzähle Ihnen nichts Neues, wenn ich sage, dass die Digitalisierung zunehmend alle Lebens- und Arbeitsbereiche durchdringt. Und in diesem Kontext nehmen digitale Medien in Schule und Unterricht zunehmend an Bedeutung zu. Schulen sehen sich vor neuen Herausforderungen und neuen Möglichkeiten, im Grunde auch im Kontext, welche neuen, in Anführungszeichen, Kompetenzen müssen im Kontext der Digitalisierung vermittelt werden. Es werden Chancen diskutiert, Potenziale für das fachliche und das überfachliche Lehren und Lernen. Damit verbunden sind aber auch übergeordnete Zielsetzungen, wie die Diskussion darüber, dass Schulen einen veränderten Bildungsauftrag wahrnehmen müssen im Kontext der Digitalisierung, oder Fragen letztendlich auch in der Hinsicht, inwiefern Kindern und Jugendlichen in einer immer stärker digitalisierten Welt Lebens- und Arbeitsperspektiven eröffnet werden können. Und Diskussionen darum, Lernen, jetzt, ich habe es extra in Anführungszeichen gesetzt, neu zu denken, also welche Potenziale bieten sich auch im Kontext der digitalen Medien im Hinblick auf das Denken von Lehren und Lernen. Das sind also vor allem gerade ganz aktuelle Diskussionen, die laufen. Wenn man sich aber einmal die Forschungslage anschaut, lassen sich bereits seit Einführung von Computern in die Schule, das war etwa in den 1960er Jahren, Untersuchungen finden, die sich mit Potenzialen digitaler Medien in der Schule beschäftigen als Gegenstand der Forschung. Das heißt, Forschung zu diesem Thema hat nicht erst vor ein paar Jahren begonnen, sondern war letztendlich auch immer schon quasi parallel zu den Entwicklungen in der Schule zu sehen. Wenn man sich empirische Forschung anschaut zu digitalen Medien in der Schule, lassen sich hier ganz verschiedene Ebenen differenzieren. Wir finden zum einen Forschung in diesem Kontext auf Bildungssystemebene, häufig auch im Kontext von internationalen Vergleichsuntersuchungen, wo also Bildungssysteme miteinander verglichen werden unter unterschiedlichen Schwerpunkten. Das hat im Kontext der digitalen Medien beispielsweise im Kontext der SAIT 2006 Untersuchung oder der Untersuchung ICLS 2013, auf die ich gleich noch mal genauer eingehen werde, stattgefunden. Wir haben dann Untersuchungen, die insbesondere auf Einzelschulebene angesiedelt sind. Hier also zu schauen beispielsweise, wie gehen eigentlich Prozesse der Integration von digitalen Medien in Lehren und Lernen vonstatten. Wir haben dann Forschung, die sich fokussiert auf den Bereich der Unterrichtsebene, zum Beispiel Fragen der Wirksamkeit von bestimmten, in Anführungszeichen gesetzt, digitalen Unterrichtskonzepten. Und wir haben dann auch Untersuchungen, die auf einer stärkeren Akteursebene ansetzen, also zum Beispiel die Rolle von digitalen Medien für individuelle Lernprozesse oder Fragen der Lehrerinnen und Lehrerrollen beispielsweise. Und neben diesen Ebenen lassen sich auch, wenn man so einen globalen Blick einmal darauf wirft, unterschiedliche methodische Zugänge zu der Thematik differenzieren. Also wir haben auf der einen Seite stärker quantitative Zugänge, die also beispielsweise über Testverfahren oder über standardisierte Fragebögen bestimmte Fragestellungen verfolgen. Und wir haben aber auch auf der anderen Seite qualitative Zugänge, die beispielsweise über Fallstudien oder über Interviews beispielsweise hier eine andere Art von Fragestellungen verfolgen und auch durchaus Ansätze, die diese beiden Verfahren miteinander verschränken. Das heißt, wir haben sowohl verschiedene Ebenen als auch verschiedene methodische Zugänge, wenn man sich einmal so diesem Bereich der empirischen Forschung in diesem Kontext nähert. Die Zielsetzung meines Vortrages heute ist zweierlei. Ich habe das zu Beginn gerade schon mal ganz kurz skizziert. Ich möchte in einem ersten Teil einen Überblick geben über Ausgewählte. Das muss ich hier betonen, weil alles ist unmöglich bei der Fülle an Befunden. Ausgewählte Befunde der empirischen Bildungsforschung vorstellen im Hinblick auf zum einen das Lernen mit und über digitalen Medien. Das werde ich gleich auch nochmal genauer erläutern, wie ich hier unterscheide. In Bezug auf Voraussetzungen für das Lernen mit und über digitale Medien sowie im Hinblick auf schulische Prozessmerkmale des Lernens mit und über digitalen Medien. Und eben im zweiten Teil einige mögliche Implikationen für die Schul- und Unterrichtsentwicklung darstellen. Von daher ist das einmal nochmal ganz grob die Gliederung meines Vortrages. Von daher denke ich, wir steigen direkt
inhaltlich ein. Und beginnen möchte ich mit der Skizzierung von Forschungsfeldern im Bereich der digitalen Medien in der Schule. Und zwar diese vier Bereiche. Wichtig ist mir das an dieser Stelle ganz besonders, da in der, vor allem auch in der öffentlichen Diskussion, wenn es um das Thema Digitalisierung in der Schule oder digitale Medien in der Schule immer ganz viel ganz schnell diskutiert wird und häufig eben auch durchaus Argumentationsstränge aneinander vorbeilaufen, weil eigentlich gar nicht über das Gleiche diskutiert wird. Und deshalb ist es mir an dieser Stelle wichtig, einmal unterschiedliche Bereiche zu differenzieren, die sowohl abbildet, in welchen Bereichen aktuell Forschung zu verorten ist, als eben auch auf der anderen Seite, in welchen Bereichen eigentlich Diskussionen, öffentliche Diskussionen, bildungspolitische Diskussionen stattfinden. Auf den ersten Bereich möchte ich nur ganz kurz eingehen. Der Aspekt der Vermittlung von Fertigkeiten im Umgang mit digitalen Medien oder in der Diskussion auch Learn to Use ICT genannt. Also hier geht es ganz stark um die Frage der Vermittlung von Anwendungskompetenzen. Also brauchen Schülerinnen und Schüler oder sollen Schülerinnen und Schüler in der Schule Kompetenzen wie Textverarbeitungsprogramme nutzen, Tabellenkalkulationen nutzen und so weiter erlernen. Diese Diskussion ist schon relativ alt. Das hat vor vielen Jahren auch durchaus schon stattgefunden und ist ganz häufig auch in schulische Mediencurricula eingegangen, beispielsweise in welcher Klassenstufe wird eine Einführung in Textverarbeitung beispielsweise gegeben. Das wäre dieser erste Teil der Anwendungskompetenzen. Der zweite Bereich, ich gehe jetzt einmal hier, ich habe auch den Pointer, einmal auf diesen Bereich, Nutzung digitaler Medien zur Verbesserung des fachlichen Lernens. Das wird hier auch in der internationalen Diskussion als Use ICT to Learn bezeichnet. Hier geht es also darum, welche Potenziale eigentlich digitale Medien für fachliche Lernprozesse und Lernzuwächse eigentlich haben. Das wird gleich einer der Bereiche sein, die ich nochmal näher herausgreife. Der dritte Bereich hier unten bezieht sich auf die Entwicklung und Umsetzung neuer Formen des Unterrichtens mit digitalen Medien. Hier fallen beispielsweise Aspekte rein wie Konzepte des Bring Your Own Device, also wenn Schülerinnen und Schüler ihre eigenen digitalen Endgeräte beispielsweise mitbringen und die Frage, wie lässt sich Unterricht in der Hinsicht gestalten vor diesem Hintergrund, oder Konzepte wie Flipped Classroom, also letztendlich einmal die Umkehrung, dass bestimmte Lernkapitel beispielsweise zu Hause auch videogestützt durchgeführt werden und in der Lerngemeinschaft dann vor Ort sehr viel stärker aktivierend in der Übung gearbeitet wird, oder auch Aspekte wie Individualisieren, Differenzieren mit digitalen Medien ist ein Bereich, den man hiermit zusortieren kann. Und der vierte Aspekt unten hier, die Förderung des Medienkompetenzerwerbs bzw. der Erwerb, hier ganz bewusst in Anführungszeichen gesetzt, digitale Kompetenzen, ein Begriff, der auch in der Diskussion ganz stark geprägt ist. Hier ist der Schwerpunkt letztendlich auf der Förderung von überfachlichen Kompetenzen, also wie eigentlich, was eigentlich über digitale Medien gelernt werden muss. Deshalb ist mir hier auch an dieser Stelle ganz besonders wichtig, nochmal diesen zweiten und den vierten Bereich auch nochmal ganz klar voneinander zu trennen. Also die Frage oder sich auch immer zu fragen, worüber sprechen wir jetzt eigentlich? Digitale Medien in fachlichen Kontexten zur Unterstützung des fachlichen Lernens, oder geht es darum, digitale Medien einzusetzen, um Kompetenzen im Umgang mit diesen Medien zu fördern? Herausgreifen möchte ich jetzt zu Beginn einmal den Bereich des Lernens über digitale Medien oder des Erwerbs digitaler Kompetenzen. Und hier möchte ich Ihnen gerne ein Kompetenzkonstrukt gerne einmal vorstellen, das in den letzten Jahren vor allem im Kontext der sogenannten International Computer and Information Literacy Study relevant geworden ist. Und zwar das Konstrukt der computer- und informationsbezogenen Kompetenzen, das hier wie folgt definiert ist. Computer- und informationsbezogene Kompetenzen
sind als individuelle Fähigkeit einer Person definiert, die es ihr erlauben, Computer und neue Technologien zum Recherchieren, Gestalten und Kommunizieren von Informationen zu nutzen und diese zu bewerten, um am Leben, im häuslichen Umfeld, in der Schule, im Arbeitsplatz und in der Gesellschaft erfolgreich teilzuhaben. Und Sie sehen, in dieser Kompetenzdefinition werden eben diese sogenannten computerinformationsbezogenen Kompetenzen als eine fächerübergreifende Schlüsselkompetenz definiert. Und das Besondere an diesen Kompetenzen ist, dass die eben im Rahmen dieser international vergleichenden Untersuchung auch gemessen worden sind. Und die Ergebnisse zeige ich Ihnen gleich zwei Folien weiter. Zunächst möchte ich Ihnen hier noch einmal zeigen, was sich eigentlich auch inhaltlich in diesem Kompetenzkonstrukt verbirgt, welche Bereiche hier eigentlich relevant sind. Und die computer- und informationsbezogenen Kompetenzen lassen sich aufteilen in zwei Teilbereiche. Einmal den Teilbereich Informationen sammeln und organisieren und auf der anderen Seite den Teilbereich 2 Informationen erzeugen und austauschen. Und Sie sehen auch, dass hier beispielsweise auch der Aspekt Informationen sicher nutzen mit enthalten ist. Also es geht hier weit über reine Anwendungskompetenzen hinaus, sondern eben auch, wie gehe ich mit digitalen Informationen um, wie bereite ich diese auf für unterschiedliche Zielgruppen. Und diese Kompetenzen sind eben, wie gerade schon gesagt, im internationalen Vergleich im Jahr 2013 getestet worden. Ich war damals im Rahmen dieser Untersuchung für Deutschland nationale Projektleitung und in unserem Projektteam war es tatsächlich eine relativ große Spannung, während dann die Erhebung lief und bevor die Ergebnisse kamen, weil wir im Grunde gar keine Idee hatten, wo sich Deutschland wohl einsortieren würde in dem klassischen Länderranking, weil das eben erstmalig gemessen worden ist. Ich zeige Ihnen jetzt einmal die Ergebnisse. Ich weiß, es ist relativ klein für da hinten. Die zentralen Ergebnisse sind nochmal in Kästchen nochmal zusammengefasst. Man sieht hier so ein klassisches Länderranking, was man auch beispielsweise aus PISA, TIMSS oder IGLU kennt. Deutschland schneidet hier, beziehungsweise spezifischer gesagt, die getesteten Achtklässlerinnen und Achtklässler, das war die Zielpopulation hier, schneiden hier im internationalen Vergleich im Mittelfeld ab und erreichen hier mit 523 Leistungspunkten einen mittleren Platz. Länder, die weit besser abschneiden hier in den Kompetenzen sind, beispielsweise die Tschechische Republik, die sich aber selber nicht erklären konnte, warum das denn so ist. Weil natürlich sind wir alle dann auf den Ländervertreter zugestürmt und gesagt, was passiert bei euch, erzählt uns, was hier los ist. Und die mussten erstmal selber ganz lange überlegen und nachdenken und recherchieren, bis sie dann zumindest ansatzweise so ein paar Aspekte nennen konnten, die sie tun, aber wo sie jetzt auch nicht genau sagen konnten, ob es jetzt vielleicht daran liegt oder nicht. Wir haben dann, weil so ein Länderranking sagt ja im Grunde noch nicht so viel aus, haben uns hier auch einmal sogenannte Kompetenzstufenverteilungen angeguckt. Also was können eigentlich jetzt Schülerinnen und Schüler? Und in ICLS konnten wir 5 verschiedene Kompetenzstufen differenzieren. Wir sehen in den Ergebnissen, dass fast ein Drittel der Jugendlichen, also der Achtklässlerinnen und Achtklässler in Deutschland, nur die beiden unteren Kompetenzstufen erreichen. Das heißt, diese Jugendlichen können beispielsweise einen Link anklicken, wenn der Link auch wirklich als Link ganz sichtbar ist. Also Sie kennen das blau und unterstrichen. Das ist zum Beispiel etwas, was auf diesen unteren beiden Kompetenzstufen angesiedelt ist. Oder Copy-Paste, also irgendeinen Text an einer Stelle kopieren und an anderer Stelle wieder einfügen. Noch ein bisschen mehr, aber auch nicht viel mehr. Das waren die beiden unteren Kompetenzstufen und das war durchaus als Ergebnis schon weniger als erwartet worden war, durchaus. Wir haben auf der anderen Seite eine sehr schmale Leistungsspitze, also unter 2% der Achtklässlerinnen und Achtklässler, die die höchste 5. Kompetenzstufe erreicht haben. Diese 5. Kompetenzstufe zeichnet sich dadurch aus, dass die Schülerinnen und Schüler eben auch beispielsweise anspruchsvolle digitale Informationsprodukte erstellen können, zum Beispiel eine Präsentation, die adressatengerecht aufbereitet ist beispielsweise, aber eben auch Strategien kennen, wie sie ihre Daten beispielsweise im Internet auch schützen. Also dieser Schützenaspekt fällt hier auch mit rein. Und der größte Anteil liegt auf der Kompetenzstufe 3. Und ich habe gerade das Selbstständige betont bei der Kompetenzstufe 5. Die Kompetenzstufe 3 zeichnet sich dadurch aus, dass die Schülerinnen und Schüler angeleitet in der Lage zu bestimmten Dingen sind. Aufbereitung von Informationen, Einschätzung und Bewertung von Informationen. Aber eben nicht selbstständig, sondern unter Anleitung.
Von daher ist die Hypothese, dass man davon ausgehen kann, dass die Schülerinnen und Schüler, also jetzt hier spezifisch natürlich die Achtklässlerinnen und Achtklässler, nur weil sie eben häufig mit Smartphone in der Hand und am Computer sitzend gesehen werden oder wahrgenommen werden, eben noch nicht automatisch kompetente Nutzerinnen und Nutzer sind in der Hinsicht, wie sie hier getestet worden sind. Also die Frage, kann man von Digital Natives eigentlich ausgehen in der Schule oder ist es nicht wichtiger, hier nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, systematisch Kompetenzen aufzubauen? Wir haben uns dann die Kompetenzen auch noch einmal klassischerweise differenziert nach unterschiedlichen Schülergruppen angeschaut. Interessanterweise schneiden in allen, also schneiden die Mädchen besser ab als die Jungen. Diese Tendenz findet sich in allen teilnehmenden Bildungssystemen, die sich hier an ICLS beteiligt haben. Und wir haben in Bezug auf den sozioökonomischen Status und den Zuwanderungshintergrund jeweils signifikante Leistungsunterschiede in Deutschland zu Ungunsten der Schülerinnen und Schüler aus bildungsferneren Elternhäusern und mit Zuwanderungshintergrund. Von daher stellt sich auch in diesem Kontext die Frage, wie auch durchaus in anderen Kompetenzdomänen auch schon bekannt, die Herausforderung im Kontext der Herstellung von Chancengleichheit, hier auch in diesem Kompetenzbereich. Nach der Betrachtung der jetzt überfachlichen Kompetenzen, die wir gerade hatten, mache ich jetzt einen Sprung einmal zu dem Aspekt der Nutzung digitaler Medien zur Verbesserung des fachlichen Lernens, also der Frage des Lernens mit digitalen Medien, mit dem Fokus auf den fachlichen Kontext. Hier habe ich zunächst noch einmal mitgebracht, was in der Literatur aus lerntheoretischer und didaktischer Sicht als Potenziale digitaler Medien zusammengetragen worden ist. Das sind ganz unterschiedliche Dinge, beispielsweise die Möglichkeit, dass mit digitalen Medien Informationen vernetzt dargestellt werden können, multimedial und interaktiv. Dass hier also unterschiedliche Möglichkeiten bestehen, Möglichkeiten der Kommunikation, die in vielerlei Hinsicht nochmal über das hinausgehen, was man in analoger Art und Weise hat. Die Möglichkeit, eben digitale Produkte auch vernetzt und gemeinsam kollaborativ zu entwickeln und zu gestalten. Motivationspotenzial ist immer ein ganz zentrales Merkmal, was man ganz häufig in der Literatur findet, und Möglichkeiten der Individualisierung und Differenzierung mit unterschiedlichen Möglichkeiten der digitalen Unterstützung. Und die Frage, die sich natürlich in diesem Kontext dann stellt, welche Rolle spielen eigentlich digitale Medien dann für die Lerneffektivität oder für den Leistungszuwachs? Und ich habe hier aus einem ganz aktuellen Beitrag von Heike Schaumburg unterschiedliche Befunde zusammengetragen. Sie formuliert in ihrer Schlussfolgerung in dem Beitrag zum einen, digital unterstütztes Lernen wirkt sich positiv auf die fachliche Lernleistung von Schülerinnen und Schülern aus. Die Effekte sind aber meist gering. Und was ich hier mitgebracht habe einmal, ist in der linken Tabelle Effektstärken aus der HETI-Studie. Hier, HETI wird Ihnen sicherlich auch was sagen mit der Meta-Meta-Analyse. Also er hat sich hier verschiedene Konzepte des digitalen Lernens angeschaut und wir sehen hier die Effektstärken. Die höchste Effektstärke, die sich finden lässt, bezieht sich auf interaktive Lernvideos. Hier findet sich eine mittlere Effektstärke, während beispielsweise webbasiertes Lernen hier mit einer sehr geringen Effektstärke zu Buche schlägt. Diese Untersuchungen gehen nur bis zu einer gewissen zeitlichen, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Von daher bezieht sich die rechte Tabelle nochmal auf neuere Untersuchungen, neuere Meta-Analysen, um das hier einmal zu ergänzen. Wir sehen auch hier zum Teil, also hauptsächlich geringe Effekte, höchstens bei den mobilen Geräten insgesamt, was natürlich auch erstmal für sich jetzt nicht wahnsinnig aussagekräftig ist, findet sich eine mittlere Effektstärke. Also im Kontext des Einsatzes mobiler Geräte scheinen hier Untersuchungen zu Effekten zu kommen, was das fachliche Lernen angeht.
Sie kommt, also Heike Schaumburg kommt in ihrer Synthese darüber hinaus zu der Schlussfolgerung, dass sie sagt, dass Meta-Analysen zeigen können, das lernförderliche Potenzial digitaler Medien wird im Rahmen konstruktivistischer Unterrichtsmethoden eher ausgeschöpft als im Rahmen eines lehrerzentrierten Unterrichts. Also auch hier wieder dieser Aspekt mit Lernen neu denken und quasi diese Frage, wie muss auch Unterricht gestaltet sein, damit es eben auch damit der Einsatz digitaler Medien auch lernförderlich sein kann. Hier wird beispielsweise darauf hingewiesen, dass eine starke Schülerinnen- und Schülerorientierung, problemorientiertes Lernen und offene Unterrichtsformen hier als förderlich für ein lernförderliches Setting mit digitalen Medien anzusehen ist. Und dass eben die didaktische Einbindung ganz relevant ist. Also dass es nicht darum geht, dass digitale Medien, nur weil es da ist, diesem digitalen Medium schon direkt ein lernförderliches Potenzial zuzuweisen, sondern das Ganze kann nur in einer didaktischen Einbindung gesehen werden. Und eine dritte Schlussfolgerung, die Heike Schaumburg hier zieht, ist, auf die Lehrkraft kommt es an, das ist auch so ein bisschen eine Anlehnung an Hattie, dann wiederum, dass nämlich eben Unterricht, der digitale Medien enthält, eben ganz besonders geprägt ist von der Vorbereitung und der Anleitung und Begleitung letztendlich durch die Lehrerinnen und Lehrer, um lernförderliches Potenzial zu entwickeln. Das war sozusagen jetzt einmal so ein bisschen der Fokus auf, werden wir gleich sehen, wenn wir einen Schritt weiter gehen, wenn das auch gleich passiert. Wenn wir einen Schritt weiter gehen, ich habe Ihnen nämlich hier noch ein Modell mitgebracht, um das Ganze auch so ein bisschen einzuordnen. Wir haben uns jetzt gerade mit der Betrachtung dieser beiden Bereiche auf der Ebene des Outputs bewegt, also auf der Ebene der Lernergebnisse, sowohl was fachliche als auch was überfachliche Schülerkompetenzen angeht. Und ich möchte jetzt im Folgenden auch einmal die beiden anderen Bereiche betrachten, die nämlich eben Voraussetzungen auch dafür sind, dass Schülerinnen und Schüler entsprechende Kompetenzen erwerben können, nämlich zum einen den Bereich des Inputs, also die Voraussetzungen, die nur zu einem gewissen Maße von Schule überhaupt auch gestaltet werden können, beeinflusst werden können, die aber trotzdem relevant sind, und die Prozessebene von Schule, die Ebene, auf der letztendlich Schulentwicklung auch primär ansetzen kann, da wo die schulischen Akteure auch an Rädchen drehen können. Und an diese beiden Bereiche möchte ich im Folgenden noch einmal tiefer betrachten und hier ausgewählte Befunde noch einmal bündeln. Beginnen möchte ich auf der Ebene des Inputs. Hier ist ein relevanter Bereich der Aspekt der Bildungsziele und Lehrpläne. Und in diesem Kontext habe ich einen Aspekt mitgebracht, der Ihnen sicherlich auch schon bekannt ist. Die Ende 2016 veröffentlichte Strategie der Kultusministerkonferenz zur Bildung in der digitalen Welt, die eine Gesamtstrategie darstellt, auf die sich die Bundesländer geeinigt haben und die jetzt eben von den einzelnen Bundesländern quasi in die Breite getragen werden sollen. Ein Kernaspekt oder ein Kernstück dieser KMK-Strategie stellt der Kompetenzrahmen Bildung in der digitalen Welt dar, also eine Konzeption, welche Kompetenzen eigentlich Schülerinnen und Schüler in einer digitalen Welt erwerben oder über welche sie verfügen sollen. Und dies sind sechs verschiedene Kompetenzbereiche, die hier ausdifferenziert sind. Das sieht mit den Punkten 1 bis 6 relativ knapp und wenig aus. Wenn Sie einmal in das Dokument reinschauen, das differenziert sich noch auf den unterschiedlichsten Ebenen aus und wird da über mehrere Seiten auch dargestellt. Das ist hier nur ein Ausschnitt. Ich habe das beispielhaft nur einmal für den Bereich Kommunizieren und Kooperieren mitgebracht. Da sehen Sie schon als Screenshot auf der rechten Seite, dass sich das nochmal ganz stark ausdifferenziert. Wir haben hier bei den Kompetenzbereichen Aspekte mit dabei von Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren, also auf der Ebene, bis hin zu Problemlösen und Handeln und Analysieren und Reflektieren. Also eine relativ große Bandbreite an Kompetenzen. Und was aus meiner Sicht sehr spannend ist, finde ich persönlich, ist, dass in diese Kompetenzbereiche und diese Überlegungen zu verschiedenen Kompetenzen drei verschiedene Vorarbeiten eingegangen sind, die ich hier noch einmal gebündelt habe. Da möchte ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, aber
vielleicht erkennen Sie es wieder, das Kompetenzmodell von ICLS 2013 ist eines der drei Referenzen letztendlich, die hier herangezogen worden sind, um diese KMK-Strategie mit dem Fokus auf die Schülerinnen und Schüler hier zu entwickeln. Das heißt, hier sind sozusagen auch Ergebnisse aus der empirischen Bildungsforschung in ein bildungspolitisches Papier letztendlich mit eingeflossen. Genauso aber auch wie Überlegungen hier aus dem LKM-Positionspapier oder aus einem europäischen Rahmenkonzept zu Kompetenzen in einer digitalen Welt. Das fand ich an der Stelle nochmal interessant, das nochmal so aufzuschlüsseln. Wichtig ist, dass diese KMK-Strategie nicht für irgendeine Zukunft entwickelt worden ist, sondern sehr zeitnah in Schule, sozusagen in der Schule ankommen soll. Letztendlich schon ab diesem Schuljahr ist die Idee ist, dass die Schülerinnen und Schüler, die jetzt zum Schuljahr eingeschult werden oder in die Sekundarstufe 1 übergehen, dass die zum Ende ihrer Schulzeit über diese Kompetenzen, die hier in den 6 Bereichen festgelegt worden sind, auch verfügen können. Und auf Bundesländerebene passiert natürlich jetzt relativ viel, auch im Kontext der Umsetzung der KMK-Strategie. Viele Länder haben auch vorher schon sehr viel gemacht. Da geht es eher um die Frage, wie lässt es sich stimmig zusammenführen oder wie lässt sich in der Richtung auch weiterentwickeln. Ich habe hier ein Beispiel aus Schleswig-Holstein mitgebracht, weil ich da relativ viel auch mit Schulen zusammenarbeite. Man wird es nicht im Detail sehen können. Was ich aber hiermit zeigen möchte, ist, dass wir in Schleswig-Holstein beispielsweise Dokumente finden können. Wir haben hier aufgeschlüsselt die KMK-Kompetenzen für die Schülerinnen und Schüler und hier die Überlegung, wie die verschiedenen Fächer letztendlich hier einen Beitrag leisten können, weil das ist genau die Idee der KMK-Strategie, nicht zu sagen, es gibt ein Fach und das kümmert sich jetzt um die Kompetenzvermittlung, sondern die Idee ist, dass alle Fächer schauen, inwiefern sie einen Beitrag dazu leisten können, bestimmte Kompetenzbereiche hier abzudecken. Und das ist sozusagen nur eine von vielen Möglichkeiten, die ich hier einmal beispielhaft mitgebracht habe. Ein zweiter Punkt, der auf Input-Ebene relevant ist, ist in dem Kontext der digitalen Medien in Schule und Unterricht der Aspekt der Lehrerausbildung und der Kompetenzen der schulischen Akteure, die ich jetzt hier für diesen Vortrag einmal auf die Kompetenzen der Lehrerinnen und Lehrer fokussiert habe. Dazu habe ich ein vertiefendes Ergebnis mitgebracht aus der ICLS-Studie, die ich ja gerade schon vorgestellt habe, zu der Frage der selbst eingeschätzten Lehrerinnen und Lehrerkompetenzen zur Nutzung digitaler Medien für Unterrichtszwecke. Es gab da 4 verschiedene Items, die hier von den Lehrerinnen und Lehrern, die auch eben in der ICLS-Studie befragt worden sind, beantwortet werden konnten. Ich habe jetzt hier einfach mal 2 Items auch hervorgehoben mit dem Kästchen. Und zwar zeigt sich, wichtig ist natürlich zu sagen, das ist jetzt Stand 2013. Der neue Zyklus ICLS 2018 wird Ende diesen Jahres veröffentlicht. Von daher wird es spannend, inwiefern sich da auch Veränderungen ergeben haben. Wir sehen aber hier auch schon im Jahr 2013, dass nahezu alle befragten Lehrerinnen und Lehrer angeben, dass sie brauchbare Unterrichtsmittel im Internet finden können. Dagegen sind die Anteile hier geringer, wenn es um die Frage geht, ob Lehrerinnen und Lehrer Unterricht vorbereiten können, der den Einsatz von IT, also der digitalen Medien, durch Schülerinnen und Schüler beinhaltet. Und spannend auch, dass sich hier auch ein Geschlechterunterschied zwischen Lehrerinnen und Lehrern zeigt an der Stelle. Ein etwas aktuelleres Ergebnis aus dem Jahr 2017 habe ich Ihnen hier mitgebracht, aus dem sogenannten Länderindikator. Hier ist nur auf Deutschland-Ebene, aber differenziert für Bundesländer nochmal geschaut worden auf Basis einer Lehrerinnen- und Lehrerbefragung. Und wir sehen hier in Bezug auf die Einschätzung der eigenen Kompetenzen, dass in Hessen mehr als 4/5 der Lehrerinnen und Lehrer angeben, dass sie digitale Medien auswählen können, mit denen sich Fachinhalte im Unterricht besser vermitteln lassen. Also hier eine relativ hohe Kompetenzeinschätzung, auch im Vergleich zu vielen anderen Bundesländern. Also hier lässt sich Hessen in der oberen Ländergruppe verorten. Hier gehe ich einmal drüber weg.
Um hier einmal jetzt einen Übergang auch zu schaffen zur Lehrerinnen- und Lehrerausbildung, noch ein Befund aus dem Länderindikator, wie auch gerade schon. Und hier sind die befragten Lehrerinnen und Lehrer danach gefragt worden, inwiefern sie sich wünschen würden, dass die Förderung der computerbezogenen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler auch stärker in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung verankert werden sollten. Und hier sehen wir sehr starke Zustimmungen dazu, dass in der universitären Lehramtsausbildung das ein stärkeres Thema sein sollte, genauso aber auch in der zweiten Phase der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung. Also hier eine sehr starke Zustimmung. Und in diesem Kontext habe ich noch eine aktuelle Untersuchung auch mitgebracht im Kontext von NEPS, die am IPN in Kiel durchgeführt worden ist. Hier hat sich die Forschergruppe auch beispielsweise rund um Martin Senkbeil damit beschäftigt, welche Kompetenzen eigentlich Lehramtsstudierende im Bereich des Umgangs mit digitalen Medien haben. Und im Rahmen von dieser NEPS-Untersuchung, die ein nationales Bildungspanel ist hier deutschlandweit, wurde ein ICT-Test eingesetzt. Und dieser ICT-Test, der im NEPS mitläuft, lässt sich gut vergleichen auch mit dem Test, der in ICLS eingesetzt worden ist. Also da finden sich auch viele Überschneidungen, nur damit Sie von den Begrifflichkeiten jetzt nicht durcheinander kommen. Und interessanterweise zeigt sich, hier wurden dann angehende Lehrerinnen und Lehrer, also Lehramtsstudenten mit Nicht-Lehramtsstudierenden verglichen. Hier konnte gezeigt werden, dass Studierende in Lehramtsstudiengängen über eine signifikant geringere ICT-Literacy verfügen als Nicht-Lehramtsstudierende. Also hier zeigt sich ein signifikanter Kompetenzunterschied, die auch im Verlaufe des Studiums nicht aufgehoben werden können. Also die Unterschiede, die laufen quasi so ein bisschen parallel entsprechend weiter, ohne sich stark anzunähern. Wir haben dann nochmal Unterschiede zwischen Lehramtsstudierenden, die MINT-Fächer studieren versus Nicht-MINT-Fächer und dann entsprechend auch noch einmal Unterschiede nach studierter Schulform, also Gymnasiallehramt versus Lehrämter anderer Schulform. Das heißt, wir sehen hier letztendlich eine relativ große Heterogenität, was auch die Kompetenzen derjenigen angeht, die ja dann perspektivisch in die Schule gehen, um dort ja dann auch Schülerinnen und Schülern entsprechende Kompetenzen vermitteln zu wollen. Und von daher finde ich, das sind nochmal ganz interessante aktuelle Befunde, die sicherlich auch nochmal für die Lehramtsausbildung gerade an den Universitäten nochmal eine wichtige Rolle spielen. Zum Aspekt der Einstellung schulischer Akteure, das wäre der nächste Bereich. Wir wissen, dass aus der Forschung, dass die Einstellungen von Lehrerinnen und Lehrern, und das ist nicht nur für den Bereich der digitalen Medien so, sondern für viele andere Bereiche natürlich auch, hochrelevant ist, wenn es um die Frage der Integration von digitalen Medien in Schule und Unterricht geht. Wir haben im Kontext von ICLS gesehen, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die in Deutschland durchaus Potenziale sehen, was den Einsatz digitaler Medien angeht, auf der anderen Seite aber auch durchaus Bedenken äußern und diese Bedenken auch sehr viel stärker ausgeprägt sind, als es im internationalen Vergleich der Fall war, beispielsweise was Aspekte des Copy und Paste angeht, also das unreflektierte Kopieren aus dem Internet beispielsweise oder organisatorische Probleme letztendlich auch beim Einsatz im Unterricht letztendlich. Ich hoffe, man kann das hinten einigermaßen lesen. Ich habe Ihnen hier einmal aktuelle Befunde mitgebracht aus einer Untersuchung der Bertelsmann Stiftung. Und habe hier zum Bereich der Lehrerinnen und Lehrereinstellung einen interessanten Befund gefunden, dass nämlich Lehrpersonen, die digitale Lernformen vielseitig im Unterricht einsetzen, also die schon den Schritt gegangen sind letztendlich, das Lernen mit digitalen Medien positiver bewerten als Lehrerinnen und Lehrer, die eben selten oder gar nicht digitale Medien im Unterricht einsetzen. Und dass insbesondere die Zustimmung besonders hoch ist im Bereich der Möglichkeiten der individuellen Förderung. Also hier scheint es einen Unterschied zu geben, einfach was auch den Erfahrungsschatz letztendlich angeht. Einfach das Wissen möglicherweise, was dann wiederum auf die Einstellungen zurückspielt.
Der nächste Aspekt ist ein ganz zentraler. Wir kommen jetzt quasi von den einzelnen Akteuren jetzt hin auch mal stärker zu Systembedingungen letztendlich. Ein wichtiger Aspekt ist in diesem Kontext der Bereich des Supports, also die Unterstützung letztendlich in vielerlei Hinsicht, der gerade im Bereich der digitalen Medien einen ganz großen Stellenwert einnimmt. Man kann hier differenzieren in sogenannten First-Level-Support, also Support, der direkt vor Ort geleistet werden kann, vor allem eben auch in technischer, aber auch in pädagogischer Hinsicht. Und auf der anderen Seite in sogenannten Second-Level-Support, also Unterstützung, die beispielsweise durch den Schulträger zur Verfügung gestellt wird, wo die Schule eben an sich erstmal nicht viel tun kann. Und wir sehen hier beispielsweise, und der Befund kommt auch aus der Studie der Bertelsmann Stiftung, dass an vielen Schulen eben häufig der Support von innen quasi organisiert wird, dass es Lehrerinnen und Lehrer sind, die diese Aufgabe zugeteilt bekommen haben, als dass es von externen Mitarbeitern geleistet wird. Spannend ist auch, und das sage ich hier nur ganz kurz, dass die Einschätzung, inwiefern ausreichend pädagogischer Support, also jetzt nicht nur gibt es jemanden, der mir bei technischen Schwierigkeiten helfen kann, sondern auch in pädagogischer Hinsicht gibt es jemanden, der mir auch einfach Impulse geben kann, wie ich digitale Medien im Unterricht einsetzen kann, differenziert auch durchaus wiederum nach Nutzungshäufigkeit. Also hier zeigt sich beispielsweise, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die kaum oder nur ganz wenig nutzen, den Support schlechter einschätzen, als das Lehrerinnen und Lehrer tun, die häufiger nutzen, was eben auch durchaus damit zusammenhängen kann, dass diese Lehrerinnen und Lehrer, die schon häufiger nutzen, sich an bestimmten Stellen einfach auch schon selber helfen können und da diese Hürde möglicherweise beim Support gar nicht so gesehen wird. So, ich überspringe einmal diesen Punkt und komme nahtlos in den Bereich der IT-Infrastruktur. Ein wichtiger Punkt, eine notwendige Voraussetzung für den Einsatz digitaler Medien im Unterricht. Zur IT-Infrastruktur lassen sich ganz unterschiedliche Dinge subsumieren. Man weiß aus der Forschung, dass es eben eine notwendige Voraussetzung ist, dass es eine funktionierende Infrastruktur gibt, aber eben auch keine hinreichende Voraussetzung. Es kann genauso gut sein, dass die neuen Laptops noch eingeschweißt irgendwo in der Ecke stehen, die Ausstattung da wäre, aber eben sozusagen noch andere Hürden, sei es Einstellungen, seien es Kompetenzen, seien es didaktische Konzepte und so weiter, dass das eben noch relevant ist und es eben nicht alles, dass sozusagen nicht mit Vorhandensein der Technik schon alles läuft und funktioniert. Genau, man weiß aus dem internationalen Vergleich wird deutlich, dass die IT-Infrastruktur an Schulen in Deutschland international nicht anschlussfähig ist. Da ist relativ viel Nachholbedarf, wenn man das so funktionieren möchte. Schaumburg formuliert das so, es erscheint also nicht ganz aus der Luft gegriffen, wenn behauptet wird, dass Deutschland in dieser Hinsicht den Anschluss an andere hochtechnisierte Nationen bisher verpasst hat. Mal gucken, was jetzt die neue ICLS-Erhebung auch im internationalen Vergleich zeigt, inwiefern sich da was getan hat. Wichtig ist auch immer, das ist ein ganz wichtiger Punkt, zu unterscheiden zwischen Ausstattungsquantität und Ausstattungsqualität. Das wird in Untersuchungen mal beides parallel erfragt, mal jeweils nur einzeln erfragt, weil die Anzahl an Geräten beispielsweise kann durchaus von verschiedenen Personen auch unterschiedlich wahrgenommen werden. Also manche sind schon zufrieden mit der Ausstattung, wenn einfach ein paar Geräte da sind. Andere brauchen für die Umsetzung ihrer Konzepte sehr viel mehr beispielsweise. Von daher ist die Ausstattungsqualität sicherlich auch immer ein ganz guter Indikator. Ich habe hier einen Befund nochmal aus dem Länderindikator aus dem Jahr 2016 mitgebracht. Und hier zeigt sich, dass in Hessen fast 2/3 der Lehrkräfte angeben, dass die schulische IT-Ausstattung ausreichend ist und hiermit verortet in der oberen Ländergruppe. Genau, das ist also auch hier die Frage nach der Ausstattungsqualität. Und wichtig ist, es ist natürlich ein Mittelwert, der hier berichtet wird. Ich kann mir vorstellen, dass die Varianz letztendlich der Einschätzungen dann je nach Schule und je nach individueller Einschätzung nochmal relativ weit auch auseinandergeht. In Bezug auf die Qualität der IT-Infrastruktur hat sich hier auch die Bertelsmann Stiftung hier nochmal das ein bisschen genauer angeschaut.
und hat herausgefunden, also auf Bezug auf Deutschland jetzt, dass fast die Hälfte der Lehrpersonen in Deutschland die Qualität der technischen Ausstattung zum digitalen, nicht ausreichend einschätzen. Also hier ist eine relativ negative Einschätzung der Ausstattungsqualität. Und fast zwei Drittel der Lehrpersonen berichten von fehlendem oder mangelhaftem WLAN. Und gerade dieser Aspekt der Internetverbindung ist auch nochmal, gerade wenn man über Konzepte des Einsatzes von mobilen Endgeräten nachdenkt oder sogar hin zu Bring-Your-Own-Device-Ansätzen, ist das natürlich eine ganz zentrale Voraussetzung. Also ich habe Interviews beispielsweise in Schleswig-Holstein auch geführt mit Schulen, die feiern, wenn sie Glasfaseranschluss bekommen und kommen damit sogar noch ins Fernsehen. Also das ist ein riesiges Event dort. Und da sagen eben auch die Personen, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, ich werde den Teufel tun und die Kollegen alle freischalten oder die Klassen freischalten, wenn ich nicht darauf vertrauen kann, dass das System so stabil ist, dass eben auch mehrere Klassen parallel ins WLAN gehen. Und das sind einfach dann auch durchaus Bremsen, um bestimmte Konzepte einfach umzusetzen. Genau, den Aspekt überspringe ich an der Stelle auch einmal und käme jetzt einmal auf die Prozessebene. Also die bisherigen Aspekte, habe ich gerade schon gesagt, können Schulen in einem gewissen Maße, aber eben auch nur mit Grenzen selbstständig gestalten. Auf der Prozessebene ist das anders. Hier kann man eben an unterschiedlicher Stelle durchaus drehen. Und ein wichtiger Aspekt in dem Kontext ist einmal auch der Aspekt der Schulleitung, die relevant ist, wenn es auch um Implementationsprozesse einfach geht. Um hier beispielsweise in der Forschung differenziert man in Fachpromotor, Prozesspromotor und Machtpromotor, also bestimmte Funktionen. Also es können Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, es kann Fachwissen zur Verfügung gestellt werden oder es kann auch Unterstützung für den Entwicklungsprozess zur Verfügung gestellt werden. Und ich habe hier einen Befund mitgebracht, auch nochmal aus der ICLS-Untersuchung zum Thema schulische Prioritäten, inwiefern eigentlich die Integration digitaler Medien oder die Förderung vom Einsatz digitaler Medien im Unterricht relevant ist. Und wir sehen hier beispielsweise, und der Satz ist jetzt, klingt auf den ersten Blick so ein bisschen schräg, weil in den Analysen die Gewichtung auf die Schülerinnen und Schüler erfolgt ist. Von daher liest es sich so, etwa ein Drittel der Achtklässlerinnen und Achtklässler in Deutschland besucht eine Schule, an der die Schulleitung angibt, dass die Förderung des Computereinsatzes im Fachunterricht eine hohe Priorität hat. Und im internationalen Vergleich konnten wir eben auch sehen, dass die Relevanz, die Schulleitung diesem Thema zumisst, wesentlich geringer ausfällt, als das in vielen anderen der beteiligten Länder ausfällt. Also das Thema zumindest 2013, das muss man ja an der Stelle jetzt auch mal dazu sagen, war das auf jeden Fall für viele Schulleitungen noch keine hohe Priorität. Ich bin gespannt, wie es jetzt tatsächlich aussieht nach 5 Jahren. Ein weiterer Aspekt, der ganz relevant ist für die Integration von digitalen Medien in Schule und Unterricht, ist letztendlich eine konzeptionelle Verankerung oder eine Überlegung, wie wollen wir das Ganze eben auch in der Breite auf verschiedene Füße stellen und implementieren in konzeptioneller Hinsicht. Hier nochmal ein Befund aus dem Länderindikator. Mehr als die Hälfte der befragten Lehrkräfte in Hessen gibt 2016 an, dass an ihrer Schule ein Medienkonzept vorhanden ist. Damit schneidet Hessen hier in der mittleren Ländergruppe ab. Es gibt Länder, in denen hier die Zustimmung höher war, aber auch Bundesländer, in denen die Zustimmung wesentlich geringer ausgefallen ist. Und gerade der Aspekt des Medienkonzepts oder einer generellen konzeptionellen Verankerung ist ja durchaus etwas, was oft im Fluss ist und niemals tatsächlich so wirklich abgeschlossen an der Stelle. Von daher muss das sicherlich auch nochmal mit einbezogen werden. Ich habe hier noch einmal eine Schulleitungsperspektive aus ICLS mit dabei, nämlich zur Frage der Bedeutung der Entwicklung eines Schulkonzepts zur Planung des Computereinsatzes in Lehr- und Lernkonzepten in Deutschland und differenziert nach Schulform. Das konnten wir mit den ICLS-Daten zu differenzieren, einmal in Gymnasien und andere Schulen der Sekundarstufe 1. Und hier zeigt sich, dass die Bedeutung, also dunkle Farben sind hohe Bedeutung, Sie sehen das da
da wesentlich besser als ich hier auf dem Bildschirm, sehr gut. Wir haben tatsächlich einen signifikanten Unterschied in der Einschätzung nach Schulform. Also es gibt die Schulleitungen an den nicht-gymnasialen Schulformen weisen dem Thema eine signifikant höhere Bedeutung zu, als das die Schulleitungen an Gymnasien tun. So, was das jetzt bedeutet, ob das tatsächlich eine Schwerpunktfrage ist tatsächlich oder das Erkennen von Relevanz auch möglicherweise für berufliche Kontexte, das ist sicherlich auch noch eine Interpretationssache an der Stelle. Der Aspekt der Kooperation wäre der nächste Bereich. Und zwar spielt gerade im Bereich der Integration digitaler Medien in Schule und Unterricht der Aspekt der Kooperation eine zentrale Rolle. Wir wissen aber auch, dass Lehrerinnen und Lehrerkooperationen zu Themen der digitalen Medien, beispielsweise das gemeinsame Vorbereiten von Unterrichtsmaterialien oder das gegenseitige Hospitieren oder der Austausch ganz generell von digitalen Unterrichtsmaterialien im internationalen Vergleich in Deutschland eher unterdurchschnittlich ausgeprägt ist. Auch hier ist dann auch die Frage, inwiefern sich in den letzten 5 Jahren was getan hat, wenn wir Ende des Jahres die neuen ACLS-Ergebnisse haben. Daher kann ich an der Stelle als aktuellstes nur wieder einmal den Länderindikator anführen. Hier war die Frage, inwiefern die befragten Lehrerinnen und Lehrer angeben, dass sie sich mit Kolleginnen und Kollegen treffen, um systematisch computergestützte Unterrichtsstunden zu entwickeln. Und hier haben wir weniger als 10% der Lehrkräfte in Hessen, die das tun. Man sieht aber auch ganz generell, dass hier die Zustimmungswerte sehr gering ausfallen und das in allen Bundesländern. Von daher ist das, was man letztendlich auch aus der Literatur weiß, auch aus anderen Bereichen, dass eben Lehrerinnen und Lehrer Kooperationen unterstützen kann, hier noch gar nicht so stark ausgeprägt. So, wir kommen langsam zum Ende der Befunde. Was ich hier gerne noch einmal vorstellen möchte, ist der Bereich der Nutzung. Also inwiefern werden eigentlich digitale Medien im Unterricht eingesetzt? Hier ist auch immer wichtig, und das ist auch, denke ich, nochmal eine wichtige Differenzierung ganz generell, wenn man sich hier auch Befunde anschaut, dass sich differenzieren lässt in die Quantität der Nutzung und in die Qualität der Nutzung. Also häufig finden sich, und da werde auch ich gleich in die Richtung gehen, viele Untersuchungen, die nach der Häufigkeit fragen letztendlich. Wie häufig setzen Sie digitale Medien im Unterricht ein? Natürlich sagt die Häufigkeit noch nichts über die Qualität aus. Und von daher ist dann nämlich eben wiederum auch nochmal die Frage zu betrachten, was passiert eigentlich im Unterricht, wofür werden eigentlich digitale Medien eingesetzt. Das ist mir an der Stelle hier einmal wichtig zu sagen, bevor wir uns dann tatsächlich doch nochmal 2 Ergebnisse zur Quantität der Nutzung angucken, weil auf der anderen Seite, wenn gar nicht genutzt wird, ist zu vermuten, dass in der Hinsicht auch nichts im Unterricht qualitativ, also in qualitativer Hinsicht mit digitalen Medien passiert. Wir haben hier noch einmal die Befunde aus ICLS aus dem Jahr 2013, wenn Sie Deutschland suchen, ganz unten. Das ist nach regelmäßiger Nutzungshäufigkeit sortiert. Regelmäßig bedeutet mindestens einmal in der Woche, ist die Definition hier an der Stelle. Und das war neben den Kompetenzen eigentlich noch mit das schockierendste Ergebnis an der Stelle, dass nach den Lehrerangaben die Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland am seltensten regelmäßig digitale Medien in ihrem Unterricht einsetzen. Und wenn man sich das nochmal nach Fächern anguckt, findet sich da auch eine relativ große Bandbreite an Varianz, was in den Fächern so passiert. Ein etwas neueres Ergebnis aus dem Jahr 2017, auch hier wieder aus dem Jahr 2016, auch hier noch einmal wieder aus dem Länderindikator. Für Hessen zeigt sich, dass fast die Hälfte der Lehrpersonen angeben, dass sie mindestens wöchentlich Computer im Unterricht einsetzen. Und Sie sehen schon von der Einordnung hier im mittleren Bereich, es gibt Länder beispielsweise wie Bayern hier oben und Schleswig-Holstein, die hier nochmal deutlich häufiger regelmäßig einsetzen, aber eben auch viele Bundesländer, die sich hier unten nochmal mit einer selteneren Nutzung einsortieren. Abschließend zu diesem zweiten Befundeteil möchte ich nochmal festhalten,
dass es eben dieses Zusammenspiel von Input- und Prozessfaktoren eben relevant ist und die eben auch im Blick zu halten sind, wenn es um die Frage der Förderung von sowohl überfachlichen Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien geht, als auch in Bezug auf die Nutzung digitaler Medien für die Förderung fachlicher Kompetenzen und dass eben auf der Prozessebene Schule gestalten kann, also dass hier Schulentwicklungsprozesse angedockt werden können, was meine Überleitung ist für den letzten Teil, der nicht so lang ist wie der erste, keine Sorge, das geht jetzt relativ schnell. Sortieren möchte ich die möglichen Implikationen nach unterschiedlichen Perspektiven für die Schulentwicklung mit digitalen Medien. Und zwar habe ich hier fünf Dimensionen mitgebracht. Drei davon sind Ihnen möglicherweise aus der Trias der Schulentwicklung nach Rolf bekannt. Die Organisationsentwicklung, die Unterrichtsentwicklung und die Personalentwicklung. Das sind die Klassiker und die sind im Zuge auch der Diskussion und der Forschung im Kontext eben der digitalen Medien in Schule und Unterricht ergänzt worden, um die Bereiche Kooperationsentwicklung und Technologieentwicklung, weil das einfach nochmal zwei zentrale Bereiche sind, die hier auch nochmal von Bedeutung sind. In Bezug auf die Organisationsentwicklung kann man jetzt auch vor dem Hintergrund dieser Befunde, aber auch weiterer Forschungsstände zu den unterschiedlichen Bereichen als eine Implikation oder als eine Perspektive für die Organisationsentwicklung die Bedeutung der Entwicklung von schulischen Gesamtkonzepten zur Verankerung digitaler Medien betrachten. Also hier auch die Frage, was passiert eigentlich gerade schon bei uns an der Schule, aber auch wo wollen wir hin? Und nicht nur, weil die Nachbarschule jetzt irgendwie schon die fünfte Tablet-Klasse eingerichtet hat, ist das Konzept, was man selber auch machen sollte oder möchte, sondern immer auch zu schauen, wie passt es eigentlich auch zur eigenen Schülerschaft, zur eigenen Lehrerschaft und zu den weiteren schulischen Akteuren. Wichtig ist, dass hierbei auch der Mehrwert und die Notwendigkeit des Lernens mit und über digitale Medien diskutiert wird und eben auch alle Positionen gehört werden, letztendlich, um hier auch möglichst eine breite Zustimmung zu erhalten und in dieser Hinsicht eben auch die ganz besondere Rolle der Schulleitung nochmal zu betonen, die hier auch bestimmte Prozesse anregen und begleiten kann. In Bezug auf die Unterrichtsentwicklung ist häufig die Diskussion, das ist jetzt schon wieder was Neues und noch was Zusätzliches und hier eben auch in die Diskussion einzutreten, inwiefern können digitale Medien eben nicht nur ein Add-on sein, also nochmal was Zusätzliches, sondern inwiefern lässt es sich eben auch integrieren, möglicherweise auch zur Bearbeitung von oder zur Nutzung für andere Kontexte wie in individualisierten Kontexten, zur Umsetzung von Inklusion beispielsweise, also auch hier Querschnittsthemen zu verzahnen. Ein Zitat, was ich sehr treffend fand an der Stelle von Döbli-Hönnegger ist, wir müssen uns erst noch daran gewöhnen, dass uns die ständige Verfügbarkeit digitaler Geräte im Unterricht nicht zu deren ständigen Nutzung zwingt. Das ist sicherlich auch nochmal ein Punkt, dass es nicht darum geht, nochmal jetzt in Bezug auf Nutzungsqualität und Nutzungsqualität, Quantität und Qualität, hier nicht zu schauen, nur weil es sie gibt, geht es jetzt darum, immer und zu jeder Zeit, sondern auch hier immer nochmal didaktisch natürlich zu überlegen, was macht Sinn und an welcher Stelle macht es eben auch mal keinen Sinn natürlich. Genau, und dieser letzte Punkt, den ich hier auch nochmal eingerahmt habe, das ist auch nochmal so ein Rückbezug auch sicherlich zur KMK-Strategie, dass eben jedes Fach spezifische Zugänge enthält und dass nicht jedes Fach auch die Vermittlung aller überfachlichen Kompetenzen in diesem Bereich leisten kann. In Bezug auf die Personalentwicklung ist hier auch nochmal besonders sind die Kompetenzen der Lehrerinnen und Lehrer herauszustellen, die eben ganz zentral sind. Die aber natürlich, also die schulischen Akteure natürlich aber auch bestimmte Rahmenbedingungen, sowohl technischer als auch pädagogischer Art, brauchen. Ich habe hier mal ein paar Beispiele mitgebracht aus einem Modellprojekt in Schleswig-Holstein, das ich gemeinsam mit meiner Kollegin Birgit Eickmann evaluiert habe, die so ein paar Beispiele auch in diesem Bereich genannt haben, beispielsweise tatsächlich in die Fachschaften zu gehen, informelle Austauschmöglichkeiten zu schaffen, Vorbilder aber auch zu schaffen, einfach die Hemmschwelle möglicherweise ein bisschen runterzuschrauben, zu sagen, komm doch einfach mal mit in meinen Unterricht, du wirst sehen, ich koche auch nur mit Wasser, einfach mal schauen, wo auch erste Einstiegsmomente sind und danach eben auch Austauschmöglichkeiten zu schaffen. Dann haben wir in Bezug auf die Technologieentwicklung ganz zentral Pädagogik vor Technik als Leitsatz letztendlich, dass es nicht darum geht, nur weil wir jetzt bestimmte Geräte haben, können wir nur das und das machen, sondern die Frage ist, was wollen wir eigentlich pädagogisch machen und welche Hilfsmittel brauchen wir dafür?
Und abschließend in Bezug auf die Kooperationsentwicklung, hier auch zu schauen, inwiefern kann man Wissensressourcen innerhalb der Schule nutzen. Durch Hospitation beispielsweise, wie auch gerade schon gesagt, Austauschmöglichkeiten schaffen. Aber das ist eben kein Selbstläufer, sondern auch dafür braucht es Rahmenbedingungen, dass eben auch hier gemeinsam an bestimmten Unterrichtsentwürfen gearbeitet werden kann. Zum Abschluss die Frage, was sind aktuelle Herausforderungen eigentlich im Kontext von digitalen Medien, Schule und Unterricht? Ich habe hier einmal einen Befund hierzu mitgebracht, das sind Schulleitungen in Nordrhein-Westfalen danach gefragt worden, welche aktuellen Herausforderungen sie sehen, und die ließen sich in drei zentrale Bereiche fassen, in den Bereich Infrastruktur, in den Bereich Pädagogik-Didaktik und in den Bereich Kompetenz und Einstellungen. Das, glaube ich, bündelt schon mal ganz gut so die größten Baustellen letztendlich. Ich persönlich sehe Herausforderungen durchaus auf unterschiedlichen Ebenen auch nochmal. Da gehe ich jetzt nicht im Detail nochmal drauf ein. Aber beispielsweise Fragen des Datenschutzes und der Rechtssicherheit sind sicherlich nochmal so ein ganz zentraler Punkt, der eben auch anzugehen ist. Sicherlich auch auf Ebene, auf Bundes-, also auf Bundesebene genauso wie auf den Bundesländerebenen. Auf Einzelschulen sehe ich auch unterschiedliche Herausforderungen, beispielsweise auch in Bezug auf digitales Schulmanagement. Also viel ist ja ein Fokus auf Lehren und Lernen, aber sozusagen auch die Organisation von Schule und der Einbezug von digitalen Medien dort. Und natürlich die unterschiedlichsten Herausforderungen auf Unterrichtsebene. Da werden aber auch die kommenden, so wie ich es gesehen habe, die kommenden Vorträge im Rahmen dieser Reihe auch nochmal im Detail drauf eingehen. Von daher bin ich hiermit am Ende meines Vortrages angelangt und ende hier mit dem Zitat und danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.